Guten Morgen im Norden. Willkommen zur nächsten Zoo-Visite. Und heute sind wir im Edo-Zoo von einfach Jörg Gaming. Und ja, schauen wir uns mal an, ne? Das hat er schon mal schön gemacht hier. Der Eingangsbereich ist tatsächlich ein kleines japanisches Dorf. Das hat er echt wunderbar gemacht. Guckt euch das mal an. Da hat man echt das Gefühl, in einem japanischen kleinen Dorf zu sein. Hier mit kleinen Schreien. Wunderbar. Schön, schön. Botorentaru. Aha. Wahrscheinlich heißt das, dass man hier Boote leihen kann. Hot-Dog-Gu-Gu. Er hat versucht, das ein bisschen. Ja, okay. Das ein bisschen in die japanische Sprache zu bringen, glaube ich. Aizukurimu und Remonedo. Alles klar. Joho. Joho, ist das die Information? Ich denke schon. Odo-san. Bilder gab es leider nicht zum Download. Sonst hätte ich sie mit runtergeladen. So, wunderschön gemacht. Das ist echt klasse. Schilder. Ries und Furiato-Potato. Ich denke mal, da gibt es einfach nur Pommes. Ries, da heißt es auch Reis. Nicht Eumel. Das wird wahrscheinlich ein Mitarbeitergebäude sein. Hast schön gemacht. Schön gemacht. Deguchi und Exit. Was ist denn ein Deguchi? Hier ist noch ein Schrein, okay. Wir gehen einfach mal weiter. Oh, da sehe ich schon die ersten Protestler. Ah, also die gelben Fußabdrücke. Denen sollen wir folgen. Da ist es auch nur ein Fan, der da rumläuft. Dann machen wir das doch. Kommen wir zum Eingang. Ach, das wunderbar gemacht. Alle gehen sie links rum. Hier ist noch keiner Backstage-Bereich. Da lüpfen wir mal eben rein. Joa. Ein bisschen Futter rum. Ein paar Fenster. Ein paar Gitter. So wie das sein soll. Herrlich gemacht. Ehrlich gemacht. Schauen wir uns hier nochmal um. Schöne Tempelanlage. Oder schön, nee, Tempelanlage. Yoko Irashiyamashita. Nyokion Tickets. Tickets kann ich. Wir folgen natürlich den gelben Fußspuren. Odo-san Souvenirs. Okay. Da gehen sie lang. Okay. Wir gehen in den Dschungel. In den Dschungel. So. Kleine Brücke. Yu-Gi-Oh! Inn. So, hier können wir schon mal gucken. Was haben wir hier? Tapir. Das Tapir. Da hinten steht's. Schönes Gehege. Hier auch schön eingebaut, die Schlammkuhle. Wenn meine Stimme ein bisschen dahin sein sollte, mögt es mir verzeihen. Ich sitze hier in meinem Corona-Knast. Und, ja. Und tatsächlich greift es ein bisschen die Luft und die Stimme an. Das werde ich
Also klar kann man das erwarten, aber sag mal, Jörg, hast du das selber gemacht hier? Oder ist das aus dem Shop? Was habe ich das angehört? Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. Hier lang? Oh, schön. Hast du quasi die tropischen Bildchen genommen und da die Tiere mit eingearbeitet? Schön. Und hier kann man nochmal ins Tapirgehege schauen. Schön, schön gemacht. Schön. Da fällt mir nichts Negatives zu ein. Ich kann schon mal reinlinsen. Ein begehbares Gehege. Das mit Fußtapfen ist super. Also für so eine Park- und Zoovisite natürlich richtig gut. Gehen wir mal hier rein. Der Flamingos. Ach guck, da stehen sie alle im Kreis. Eine ganze Flamingoschule. Schön. Oh, das ist echt herrlich. Herrlich gemacht hier. Sieht aus wie eine Tribüne. Eine Tribüne. Ah, da gibt es eine Vorstellung. Oh, da ist massiv was los hier. Bisschen ärgern muss man sich ja auch. Jetzt soll man hier weitergehen. Hier, alles schön gestaltet. Jörg, das hast du super gemacht. Wir gehen weiter. So. Wieder raus. Ach, hier auch die ganzen Bordsteine, alles aneinander gewurstelt. Überall Bambus. Naja, es ist mir ein bisschen fehl, aber. Tapir. Garial. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Diese Dinger sind ja cool. Diese Infotafeln. So, da ist das Schuppentier, aber wir sollen hier reingehen. Na, dann machen wir das doch. Und dann haben wir hier. Da schwimmt doch was. Ganges Gavial, würde ich sagen. Ich sehe schon, da kann man das wahrscheinlich auch noch viel besser sehen von da oben. Also wenn ihr mir die nächsten Zoo-Visiten oder Zoos schickt, bitte mit diesen Fußstapfen, das ist ja genial. Hat die Sonja ja auch schon gemacht. Ach guck, hier kann man noch mal ins Tapirgehege gucken. So ein bisschen Ganges Gavial sieht man da hinten noch. Ach, da guck, geht man einfach hier lang. Na, die freuen sich aber. Die Kröten. Oh, Nachwuchs. Da. Das ist sehr schön angelegt. Ach, guck mal, da unten ist ein Tunnel. Oder bin ich doof? Da ist ein Tunnel. Wie komme ich denn da hin? Werde ich ja noch rausfinden, denke ich. Muss ich jetzt hier wieder runter, ne? Ja. Und dann hier lang. Na gut, aber das ist aus dem Workshop. Das habe ich schon mal gesehen. Okay, hier lang. Ah, wir kommen automatisch in den Tunnel. Schön. Zweiter Zoo, vielleicht so ein Tunnel dabei. Ist das nicht schön? Ich habe ja gehört, das geht nicht mehr. Ich habe schon lange nicht mehr ausprobiert. So, jetzt der Blick nach oben.
Guck, darf ich das? Ist das schön? Schwimmen sie alle. Da liegt eins faul rum. Ah ja, das ist echt schön. Herrlich. Warum geht hier noch immer keine Menschen rein, ist mir aufgefallen. Ist immer recht wenig los. Oh, hier die paar Wurzeln hätte vielleicht nochmal. Hitze vielleicht nochmal. Aber hier müssen Menschen gewesen sein. Da. Hier, Leute. Kommen dann hier raus. Underwater with you in Ganges Gaviar. Mhm. Und gehen dann hier rein. Schuppentier. Ach, herrlich. Dieser Bogen hier. Das ist ja... Ey, so viel Platz und ihr müsst da durchlatschen. Das ist so typisch für diese Plenko-Dinger. Ach schön, diese Tafeln. Aber die, glaube ich, sind auch aus dem Workshop. Hier die Nashorn-Familie. Nashorno. Ah, hier die Schuppentiere. Schön. Ach so, mit dem Berg hier und so. Ach, ist das schön. Schön gemacht, Jörg. Da fühlt man sich doch gleich wohl. Und möchte da bleiben. Oh, hier, kleiner Backstage-Bereich. Ein kleiner... Noch ein selbst angelegter kleiner Garten, okay. Kann man machen. Nee, runter. So. Den müssen wir hier lang, ne? Da wo die gelben Tapsis sind. Führt uns hier lang. Gucken wir uns natürlich nochmal an hier alles. Da liegen die Ganges Gaviar alles. Pep-Shop. Die sind ja alle dicht. Okay. Hast du selber vorgemacht. Head's fantastic. Aha, aha. Und jetzt sollen wir da hoch, ne? Zu die Borneo-Orang-Utans. Unten ist der Mitarbeitereingang. Schön. Oh, hier kann man auch schon mal gucken. Oh, da unten sitzt er. Schön, schön. Der Kletterstuff, aber ich glaube, das ist noch von Front hier. Macht ja nichts. Der ist gesprungen. Habt ihr das gesehen? Alter Lachs. Der ist gesprungen. So, dann hier wieder runter. Jetzt fantastisch. So, hier nochmal an der Infotafel vorbei. Odoson ist wahrscheinlich der Herz Fantastic Laden. Und hier geht's zum Schwarzbär. Ja, da hinten kommen wir nochmal lang. Okay. Just a momento. Wir gehen durch die kleinen Tunnel. Oha, hier sind die. Wir gucken uns schon mal ein bisschen um. Hier sind... Ah, die Barrieren sind jetzt hier nicht so schick. Aber gut, es ist halt auch zu leid. Machen wir hier den Schwarzbär, ne? Genau, hier war der Schwarzbär. Was ist da hinten? Da nichts zu nehmen. Geh mal rein. Da ist er doch. Schläft er oder ist er tot? Okay. Na gut. Er läuft hier rum wie angestochen, okay. Ja, du lass mich doch mal durch. Ich bin wichtig. Auch hier schön mit dem Zaun und überall Brennnessel. Sieht schon geil aus. Infotafel dürfen natürlich nie fehlen, aber siehst du, die muss ich in meinem Franchise so noch bauen. So, wir dürfen nicht links lang. Schade. Hier ist so ein herrlicher See.
Ja, das kann der Jörg ja richtig gut, ne? Also Terraforming und das Auge für die Natur. Alter Schwede, wer sein Fjord-Lücker-Zoo schon mal gesehen hat. So, Borneo. Nochmal. Ich denke mal, wir müssen da lang, oder? Ach so, das ist eine Einbahnstraße. Den kann man gucken. Auch in den Dom rein. Okay. Das ist keine. Die laufen alle draußen rum. Klar, bei dem Wetter. Was ist denn hier? Könnten nochmal die Gangs Gaviales sein? Ich weiß es ja nicht. Ne? Ich habe keinen schlechten Orientierungssinn. Hier sind wir wieder im Dom. Schön. Jetzt ist man sogar auf einer Ebene mit denen. Naja, fast, aber. Das ist einer. So, ich glaube, wir sollen dann hier wieder raus. Jetzt kommen wir doch zu dem See. Wunderschön gemacht. Guckt euch die Landschaft an. Jörg, das hast du fantastisch drauf. Kann ich nicht anders sagen. Ein herrlicher Zoo. Mit Surin. Das war der Dschungel. Lang. Wir können hier nochmal reingucken, aber das dürfte nochmal Borneo sein. Borneo, Orang-Utan. Könnte ich mir vorstellen. Das sollte eigentlich ja nicht mehr passieren. Das ist ja abgetönt hier. Hier ist nochmal eine Tribüne. Nebelparder. Ich sehe du. Ich denke schon, ne? Aber haben wir nicht gesehen. Will man ein Schild nicht schlecht? Hier war sonst auch nichts drin, ne? Okay. Wir springen über Stock und Stein hier. Zack, zack. Und sollen hier. Da gibt's wilde Hunde. Auch ein Schrein hinterher. Okay. Wir machen das, was du sagst. Wir gehen hier lang. Hier auch schon eine Tribüne. Also so alt kann der Zoo jetzt nicht sein. Und dann haben wir hier die Dingos oder die wilden Hunde. Rothunde, Dingos. Ah, ich glaube, das sind die Rothunde. Aber ich sehe keine. Hören du ich sie. Aber wo sind sie? Okay. Dann sollen wir hier runter und hier lang. Okay. Nicht höher, Thomas? Nee. Wir werden sie schon finden. Skazi. Ah, ich komme auch noch. Die Zaun kommt mir fast bekannt vor. Sieht aber eigentlich besser aus als meiner. Ah ja. Schön.
schön gemacht. Gefällt mir richtig gut hier. Den 2 Zollen. Richtig gut gemacht. Was haben wir denn da drüben? Jetzt muss ich da erstmal gucken gehen. Hier ist der Lux. Also auch schon mit dem Europa-Pack gearbeitet. Hier nochmal den gleichen Song genommen, aber das ist völlig in Ordnung. Das ist völliges Zoo-Feeling. Aber ich sehe keinen Lux. Kein Lux. Gehen wir erstmal weiter. Wo sind wir denn? Da sind wir. Guck erstmal jetzt hier rein. So. Hier gucken wir mal rein. Da liegt doch was. Das sind noch ein paar Rothunde, ne? Ja. Hier fehlen mir so ein paar Fußspuren, muss ich sagen. Okay. Wir sollen wahrscheinlich, würde ich mal fast tippen, hier reingehen. Dann machen wir das doch. Auf Hilfe. Schlafen sie. Da schlafen sie. Ach, das ist schön. Und hier? Was ist hier? Kann man da hochgehen? Nee, soll man nicht, ne? Müssen wir aber. Da ist der Mitarbeiterweg. Tja, dann machen wir das doch. Und das hast du in dem Mini-Zoo auch schon gemacht. Mit diesen verschiedenen Ebenen. Finde ich mega. So, hier kann man, da kann man irgendwie auf jeden Fall hin. Hier sehen wir das schlimmste Tier von allen, der Mensch. Oh nein, oh nein. Ja. Hier kommen wir auf die Terrasse. Hier ist der Lux. Ach, schön. Habe ich auch noch nicht so wirklich gesehen. Schon schön, schöne Tiere. Was ist das denn? Okay. Und kann man hier noch zu den Wölfen gucken? Ja, wir sind da drüben. Okay. Und hier ist der Lux. Also sind wir jetzt quasi so im europäischen Teil, würde ich mal so tippen. Würde ich mal einfach so tippen. Und mal rumgehen. Mhm. Achso, und jetzt kann man hier durch auch noch die Wölfe betrachten. Das finde ich gut. Schön gemacht. Geht mal noch raus, okay. Ach, herrlich. Guckt euch das Gehege an. Auch so schön uneben. Ja, das gefällt mir richtig gut. Schön. Oh, ist das geil. Schön. Geil gemacht. Jörg, ich bin begeistert. So. Hier kann man noch höher gehen. Okay. Lutfeldon. Machen wir das doch. Und dann kann man hier. Die Menschen. Kann man hier nochmal die Wölfe sehen? Natürlich, was sonst? Die Tiere werden sich jetzt ja nicht verändert haben. Und da hinten nochmal den Lux. Schön. Ich mag das ja, ne? Wenn das so über mehrere Ebenen geht.
ist bei mit der, also ich glaube, du musst mal so ein mehrere Wege-Tool nach oben machen, Erklärungsvideo. Das ist ja extrem schwierig, Wege übereinander in die Höhe zu machen. Finde ich auf jeden Fall. Also, dass das wirklich so wirkt wie so ein Treppenhaus. Finde ich schwierig. So, dann gehen wir wieder raus. Habe ich jetzt schon wieder gemacht? Junge, Junge. Ah, okay, da ist noch ein Zaun mit Maschendraht. Sehr schön. So, dann wollen wir weitergehen. Ach, hier hast du schon diese freien Shops eingebaut. Auch wunderschön. Hast du das selbst gebaut? Oder ist das im Spiel? Begehbares Gehege mit Pfauen. Wir stopfen einfach mal rein. Mit Toiletten. Okay. Hier wieder alles schön begrünt. Ach, hier guck mal, hier ist schon das Restaurant. Mit Toiletten. Da kann man sich dann. Ah, schön. Ah, und hier sind die kleinen Piepmätze. Hallo. Ach, herrlich, ist das idyllisch hier. Was hat er denn? Haben sie gekämpft? Oder haben sie sich lieb gehabt? Kann ich immer nicht so sehen. Ne? Gut, der See ist ein bisschen kahl, aber sonst. Das ist schon schön. Auch hier eine kleine Tribüne. Massenhaft Pfauen. Das ist ja krass. Viele. Okay. Schöner Brunnen. Ja, das lässt sich ja leider nicht anders machen. Gut, die Teile kann man ja noch wegmachen. Und dann hast du aber so eine hässliche Tür da einfach in der Gegend rumstehen. Nicht gut gelöst vom Spiel, da kannst du ja nichts für. Aber das ist nicht schön gemacht vom Spiel, finde ich. So, wir sollen. Steht da? Viewing Point. Aber die Stapfen gehen noch hier lang. Okay. Okay. Hier kann man noch mal die Faun reinschauen. Okay. Was hast du an? Aber Jörg, ich nehme ja alles mit hier. Hier haben wir noch die Schildkröte, glaube ich, ne? Hier ist der Frosch. Hier ist die Schildkröte. Diamantschildkröte. Ach, hier ist nochmal Wolf. Ist alles sehr stimmig, das muss ich ja mal sagen. Es ist alles, passt alles wunderbar zusammen. So, gehen wir hier lang. Wow. In die Arktik. Aha. Also, wird es jetzt kalt. So. Da sollen wir lang. Machen wir das. Eine Brücke. Ich weiß nicht. Nee, das Mitarbeiter. Da gehen wir nicht rein. Dann haben wir hier. Oh, guck mal. Schön. Der Japan-Makak. Schön. Mit den Thermalquellen. Das dampft auch. Geil. Hast du gut gemacht. Ah, ist das schön. Ach, und dieser Tempel da drin. Ja.
Ah, okay, hier lugt es ein bisschen raus. Okay, naja. Aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Der Tempel, guckt euch da mal. Also, guckt euch da mal das Tempel. Ist das geil oder was? Das ist doch mal richtig toll. Nur tolle Zoos hier. Letzte Woche, vorletzte Woche der von Sonja. Jetzt Jörg hier mit seinem Zoo. Ach hier, ist das der braun Grizzly? Ach, guck mal an, das ist ja auch schön. Na ja gut, das könnte von Frontier sein, aber das macht ja nichts. Meister Petz, bist du denn? Da kommt er. Schön. Auch noch mal hoch. Haben sich die ganze Bärenanlage hier noch mal angucken. Boah, ist echt schön. Bin beeindruckt. I love it. I love it. Wir gehen hier wieder zurück. Okay, hier sind wir dann schon. Ach, hier kann man auch noch mal gucken. Nee, ne? Da hättest du vielleicht noch mal ein bisschen kahl. Aber da ist Beton. Dann mal ein paar Vivarien. Das könnte dir sein. Na, Dingens hier. Hier ist das, hier der Bullfrog. Ach, guck mal. Wir gehen einmal hier rum. Oder? Nee, scheint nicht. Baby! Da, guck. Na, ob ich dem Zaun hier so vertrauen würde? Oha! Das ist ja schon überall kaputt. Wir sollen den Fußstapfen folgen. Machen wir. Da wollen wir hier hoch. Ist das auch ein Spiel? Muss mehr spielen. Hilft alles nichts. Stelle ich nicht so blöde Fragen. Oh, das sieht aus wie ein Tiger. Sind hier schon was? Sieht man nichts. Schwimmt er? Nee, ist nur dampfende Kacke. Oder dampfendes Essen. Sehr schön. Okay, auch rein. Der Zaun ist mega. Mega. Hier nochmal extra. Der Sibirische, ne? Oh, mit Baby. Alter, du bist aber mutig. Hören tue ich zwei Babys. Sehen tue ich aber nur eins. Ach, noch eins. Schön. Ja, lass mal Mutti erstmal in Ruhe, würde ich sagen. Die gehen da alle rein. Wenn das jetzt ist ja nur ein Klo oder was? Nee, kann man gucken. Hier hast du ein paar Shops drinne. Ach, schön. Da alles nur dem Tiger gewidmet, ne? Oder hast du das sogar getrennt nach Männchen und Weibchen? Schön. Was hast du hier gebaut?
Geil. Er glitscht schon wieder durch und wir müssen dann wieder zurück. Und jetzt sollen wir hier lang. Der sah aus wie ich. Junger Mann. Das bin auch ich. Guck mal. So schnell sieht man sich wieder. Sich selber. Aber das ist also echt. Das ist ja schick gemacht. Schick gemacht. Dann können wir uns nochmal den Bären angucken. Und hier. Arktik einfach nur. Hier ist noch ein bisschen Landschaft gebaut. Ach, schön. Er wird das echt auch. Landschaften bauen. Wahnsinn. Wie geil das aussieht. So, wir gehen weiter. Ich hab ja erst gedacht, das wäre eine Einbahnstraße. So, wo gehen die Fußstapfen lang? Hier rechts. Ich sehe schon Kasua. Oh, schöner Berg hier. Arctic Australien. In Australien. Hier sind sie, die gefährlichsten Vögel der Welt. Das ist aber knapp hier. Hier sollen wir da hoch. Nein. Jörg. Das war ein bisschen merkwürdig. Es hat alles immer noch diesen japanischen Stil, obwohl sie andere Länder darstellen wollen. Also das macht Sinn. Aber warum geht der Weg hier durch? Da hast du dich doch vertan, oder? Das ist doch nicht so gewollt. So, hier mal kleines. Oh, die Koalas. Ja, finde ich auch. Hast du recht, mein Schatz. Tja, wo sind sie denn? Die kleinen Süßen. Hab keinen Bock. Gehen wir hier wieder raus. Das müsste noch der hintere Teil von den Bären sein. Japan-Makak. So. Dann haben wir hier. Was haben wir denn hier? Kängurus. Was gucken die sich hier an? Ah, Baum. Ah. Ich finde auch, die Bäume werden viel zu wenig gewürdigt. Ich baue ja momentan mehr Planet Coaster. Und da fällt einem schon auf, wie wenig Natur man eigentlich hat. Und nochmal die. Das ist so schön. Sieht aus, wirklich. Wie eine andere Welt. Also das Australische wirklich gut mitgebracht. Nur den Zaun, den hat's erwischt. Ah, hier kann man nochmal auf eine Aussichtsplattform. Da hast du unheimlich gut drauf.
Okay. Dann gucken wir mal, wo uns die Fußstapfen jetzt hinführen. Ach, diese Musik ist so schön. Oh, ich höre schon die Bösen. Hier lang. Was haben sie? Oh, hast du hier einen Spielplatz gebaut? Wie geil ist das denn? Also wenn du den selber gebaut hast, Respekt. Alter Schwede, guckt euch das an. Schön. Ach, ist das schön. So, wo muss ich jetzt lang? Da war ich schon. Dann kommt jetzt hier der kleine rote Panda. Ach, was ist das denn? Also ein bombastisches Gehege. Ja, also. Meine Güte. Puh. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Ist das ein schönes. Was habt ihr denn? Hä, den geht's doch gut hier. Hast du denn? Kleine Pandas. Okay. Was gibt's denn hier zu protestieren, bitte? Guckt euch das mal an. Alter. Ja, doch ein Schatten. So, da soll man lang gehen. Nicht hier. Okay. Gehen wir hier lang. Oh, Meister Panda. Der Panda hat auch ein wunderschön weitläufiges Gehege. Nur leider ist keiner zu sehen. Dann hier lang. Aha, hier kann man auch mal gucken. Also. Hast du vielleicht kein. Doch, hast du getötetes Glas genommen? Also gestresst sein können sie auch, ne? Alles, was die immer haben, diese Protester. Ach, Junge. Kannst du da noch auf. So. Können wir hier hin? Noch mehr protestieren. Was haben wir hier Schönes? Oh, das ist ein Dschungelgewalt. Was ist das? Der Bento. Oh. Mit dem kann man mir immer eine Freude machen. Ach, ist das ein schönes Tier. Binton. Der protestiert jetzt hier gegen Binton oder was? Alter, guck dich mal an. Der protestiert gegen Binton. Aber warum? Er hat's doch gut hier. Ah, ich höre, da ist. Ich glaube, ich weiß warum. Wo ist denn hier die Tür? Hat sich hier gerappelt? Manchmal, wenn die nämlich. Na, wo hat's doch hier gerappelt? Das höre ich doch. Hm.
Aber irgendwo rappelt es. Das ist meistens ein Zeichen, dass irgendein Tier in der Box ist. Aber hier haben wir ja gerade geguckt. Hier ruckelt nichts. Wieder im Gehege. Ich habe ja geguckt, hier ist keine Kiste. Tja, weiß ich auch nicht. Die gucken sich erstmal ein paar Büsche an. Kann man machen. Ja. Ach, der Winterraum ist hier auch noch. Oh, da, guck da. Jörg, wie soll ich denn das machen, bitte? Okay, vielleicht ist ja beim Kopieren irgendwas ein kleiner Fehler passiert. Machen trotzdem weiter. Nicht so. Kann den Tieren so nicht helfen. Ja, hier ist nochmal Panda. Und sehen wir diesmal jemanden? Hier ist aber lang. Oben gucken. Da hinten ist einer. Oh, Baby! Das Baby. Baby. Die gucken sich und freuen sich über ein paar Büsche. Der normale Plenko zu Besucher ist halt leicht zufriedenzustellen. Dann sollen wir hier lang. Und hier, okay. Trampeltiere. Da oben, da oben sind auch Buchstaben. Jörg, ist das so gewollt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Haben wir hier? Büsche und Bäume. Wieder kleines Plauderchen hier zum Essen und Trinken. Die sind aber Australien. Und wo sind jetzt die Fußabdrücke? Die fehlen. Ja, hier waren wir ja schon. Da waren wir schon. Hier lang, oder was? Aber hier war ich doch, glaube ich, auch schon. Sackgasse. Ohne Fußstapfen bin ich verloren, ja. Da oben sind die Fußstapfen. Kann ja mal passieren, ne? Gucken wir uns mal die Trampeltiere an.
Auch wunderbar, hier wieder total uneben. Darum mögen sie es ja. Schön gemacht. Ja, ich wiederhole mich, aber es ist echt schön gemacht. So, und dann sind wir wieder am Eingang, glaube ich. Richtig verwirrt. Hier noch ein paar Vivarien. Da sogar rein, okay. Souvenirshop. Schreckt man sich immer so. Ach, guck mal, wie schön ist das denn gemacht hier. Ein paar T-Shirts. Das ist doch wunderschön. Da, auch da wird man ein bisschen geldlos. Und hier habe ich irgendwie schon mal, habe ich die nicht letztes Mal schon gesehen? Bei der guten Sonja. Und dann endet hier die Zoo-Visite auch schon anscheinend. Wir sind am Ausgang. Genau, hier der Dschungel, da waren wir schon. Schön. Ich bin begeistert. Goodbye. Schön. Wir gucken uns die ganze Show so nochmal von oben an. Und ihr seht, es ist wunderschön eingebaut. Ich mache das. Ist doch herrlich. Da war der Dschungel. Bis da hinten waren wir. Bisschen Europa, bisschen Australien, arktisch. Ein wunderschöner Zoo. Der Edo Zoo von Einfach Jörg. Jörg, ich bedanke mich, dass ich in deinem Zoo eine kleine Visite machen durfte. Wollt ihr dann auch mal eine kleine Visite haben? Dann schickt mir doch euren Zoo zu. Oder euren Park. Über Steam, über Discord, über Instagram. Alles möglich. Mein Name ist Thomas Freaks und wir sehen uns dann in den Speedbuilds oder aber dann nächsten Sonntag mit der nächsten Parkvisite wieder. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund und habt euch wohl.